Hallo liebe Abonnentinnen und liebe Abonnenten, allgemein YouTube-Zuschauer. Heute möchte ich mal ganz gechillt und in Ruhe mit euch ein paar, ja, ich sag mal Dinge durchgehen, die mich jetzt nicht unbedingt gerade beschäftigen, aber die ich ansprechen möchte. Und zwar, ja, ist es das Erste, was ich sagen möchte, entschuldigt bitte vielmals, dass ich es nicht schaffe, Videos zu drehen und hochzuladen. Die Arbeit beansprucht mich halt ziemlich. Es ist außerordentlich schwer, wenn ich erst wirklich so richtig spät nach Hause komme, dann noch irgendwie was zu deichseln. Ich bin momentan allein zu Hause, muss einen Drei-Personen-Haushalt allein führen und es ist einfach schwierig, das Ganze ein bisschen zu deichseln. Deswegen entschuldigt, wenn momentan keine Videos kommen. Ich würde ja auch gern etwas rendern, wäre da jetzt nicht ein klitzekleines Problem, was sich ergeben hat. Und zwar, ja, ich kann es euch mal zeigen, ich schiebe das mal auf meinen anderen Bildschirm hier rüber. Ich besitze sowas wie einen Let's Play Ordner. Ja, natürlich, kennt man ja, ne? Ich mache ihn mal auf und zeige euch mal ein bisschen was. Also hier sieht man ja hier gerade meine Bildschirmaufnahme, klar, ich nehme ja gerade ein Video auf. Dann IGI, das wird ein neues Spiel, was ich euch noch präsentieren werde. Ist ein, ja, Oldschool-Shooter, sage ich mal, aus, ja, vergangenen Jahrzehnten. Also das Ding ist schon mindestens über 20 Jahre alt. Und ja, das möchte ich mit euch spielen. Dann hier meine Minecraft-Video-Schnipsel. Klar, das ist, wenn ich auf dem Server mal schnell was gebaut habe oder sonst irgendwas, drehe ich ja gar was ganz kurz. Master Quest haben wir ja notgedrungen abgebrochen, weil die Software nicht, beziehungsweise die Hardware nicht funktioniert. Und ja. Hier, ZeldaCraft, Dark Hyrule. Ja, das war ja dieses eine, ja, Buggy-Projekt, was ich angefangen habe und irgendwann mal beenden werde, weil ich gesehen habe, wie es weitergeht. Ich, Dumpfbacke, habe nämlich vergessen, einen Schalter zu aktivieren. Und ja, kein Wunder, dass wir nicht nach Kakariko können. ZeldaCraft ist momentan leer, aber, und das ist ein großes Aber, ja, ZeldaCraft, es kommt bald die neue Version 0.9.5 heraus. Ja, ich freue mich schon richtig drauf. Und der, ja, Gary 520 hat sich da einiges ausgedacht. Leute, das wird super. Ja, ich möchte euch hier noch auf meinem YouTube-Kanal etwas zeigen. Hier, da ist übrigens dieser Schalter. Ja, den hätte ich aktivieren sollen, bevor ich da hinten runterspringe. hier seht ihr ja schon seit ungefähr, ja, einer Woche. Ich habe ein, ja, neues Kanälchen aufgemacht mit dem Namen Let's Play ZeldaCraft Seal of Time. Ja. Nun, der ein oder andere wird sich jetzt fragen, ja, Moment mal, aber hier hat man doch gar nichts von Seal of Time gesehen. Ja, jetzt kommt das, was ich verpatzt habe. Und zwar, ich habe die Aufnahmen gelöscht. Ich habe über, jo, 4 Stunden lang Seal of Time aufgenommen. Hab mir den Arsch aufgerissen, diese beknackt schweren Rätsel zu lösen. Das Spiel ist einfach nur so hammergeil. Es kommt natürlich nicht an ZeldaCraft rein, das ist klar. Aber Seal of Time ist ein ganz anderer Brocken als dieses Shadow of Hyrule. Also, hm. Und ja, ich habe halt echt wirklich 4 Stunden Aufnahme, so mir nichts, dir nichts gelöscht. Jetzt muss ich halt das ganze komplette Projekt neu starten, was mich ein bisschen ärgert. Aber mein Gott, es ist halt gerade schwierig, ja, die Zeit dazu zu finden, da jetzt wieder was aufzunehmen. Ja, deswegen möchte ich am Anfang erstmal mit so einem kleinen Mini-Projekt beginnen und das wäre halt jetzt Project IGI. Ich kann es hier oben mal zeigen. Wo habe ich es denn? Bei allerlei ist es, glaube ich, drin. Ja, hier, Project IGI. Ich werde es mal anfangen, ein bisschen was darüber erzählen und euch zeigen. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Und ja, aber jetzt möchte ich noch zu etwas Positiverem kommen, denn ihr habt mich überrascht. Ja, hier, 60 Abonnenten. Ich habe genau 60 Abonnenten und das macht mich glücklich. Bei weiteren 40 Abonnenten, also wenn wir dann die kompletten 100 geknackt haben, möchte ich mit euch ein kleines Special anführen. Ja, es wird dazu aber nochmal ein Video geben. Ich werde das, wenn möglich, mit einer Kamera drehen. Muss ich noch gucken, wie ich das Ganze organisiere. Aber ich habe was Besonderes für euch vorbereitet, beziehungsweise ich habe mir was Besonderes für euch ausgedacht. Wahrscheinlich werden das andere Let's Player auf YouTube schon gemacht haben und ich werde jetzt da jetzt nicht in das einzigartige Raster fallen. Das ist mir aber auch scheißegal.
Ja, ihr werdet euch sicherlich fragen, wann es mit Metro weitergeht. Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe momentan keinen Nerv, Metro zu spielen. Das wird sich aber noch irgendwann einmal die Zeit ergeben und es läuft ja nicht davon. Das war's jetzt eigentlich so von dem, was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise was ich euch ja so allgemein mitteilen wollte. Es ist halt Hauptsache Entschuldigung, 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 weil ich natürlich das unter anderem einmal mit der Aufnahme verkackt habe und ja, weil ich kaum Zeit finde, etwas hochzuladen. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Ich werde wahrscheinlich heute nochmal, ja, ich möchte es nicht versprechen, morgen ist Freitag. Wir haben verlängertes Wochenende. Hui, yeah! Leute, die in Bayern wohnen, haben am Montag frei. Ah, ich liebe es. Bayern hat halt einfach so richtig, richtig viele Feiertage. Und ja, das wird halt ausgenutzt. Ich werde übers Wochenende, wie gesagt, ich bin da jetzt noch 1,5 Wochen alleine. Das werde ich natürlich noch ausnutzen und Videos drehen und rendern und hochladen und versuchen, euch glücklich zu machen. Deswegen vertröstet euch mit hier, mit dem, ja, mit meiner Stimme bzw. mit meiner Ansprache. Leider gibt es heute kein Spielvideo, aber ich denke, das macht auch nichts. Dann, ja, haut rein, Leute, man sieht sich. Peace out und das habe ich jetzt nicht echt gesagt, oder? Oh mein Gott. Naja, man sieht sich die Tage. Also, vier.